Barack Obama ist einer der schlechtesten Präsidenten, den es je in meiner Lebenszeit gab, sagt der Mann, der die Weltpolitik vor und nach 9/11 maßgeblich prägte. Dick Cheney, erbitterter Terrorismusbekämpfer und härtester Hardliner der Ära Bush, gilt als mächtigster US-Vizepräsident der Geschichte. Im großen Playboy-Interview spricht der heute 74-Jährige über Obamas Scheitern, seinen Drogenkonsum als junger Mann, die Liebe zu seiner lesbischen Tochter und wie der Westen Putin stoppen kann. Was Sie sonst noch erwartet in dieser Ausgabe? Da wäre zum Beispiel die spektakuläre Reportage Der Ritt seines Lebens über Deutschlands einzigen Big Wave Surfer Sebastian Steudner und dessen Rekordversuch, die größte Welle zu meistern, die jemals ein Mensch gesurft ist. Mein Kollege Tim Geier traf den deutschen Security-Spezialisten Achim Schlöffel, der Politiker mit Scharfschützenjagd und Oligarchenjachten mit Kampftauchern stürmt. Und das alles im Auftrag seiner prominenten Zielpersonen. Und wir haben natürlich wieder Fotos der schönsten und begehrenswertesten Frauen im Blatt. Fangen wir mit der Titellady unserer Mai-Ausgabe an. DSDS-Entdeckung, Vize-Dschungelqueen und Stimmwunder Kim Gloss wurde von der Schweizer Fotografin Sabine Liewald spektakulär und sinnlich in Szene gesetzt. Das sollten Sie sich ansehen. Und weil das alles so schön ist, gönnen wir unseren Abonnenten diesmal wieder ein ganz besonderes Titelmotiv. Kein Witz. Zu lachen gibt es selbstverständlich auch wieder jede Menge in der Mai-Ausgabe. Wie wäre es zum Beispiel damit? Der Kapitän eines Luxusliners spricht zu den Gästen. Liebe Passagiere, es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. Welche möchten Sie zuerst hören? Die Passagiere entscheiden sich für die gute Nachricht. Meint der Kapitän, wir könnten einmal 9 Oscars gewinnen. Viel Spaß wünsche ich Ihnen jetzt mit der neuen Ausgabe und gehen Sie nicht unter.